Und ich sage jetzt guten Abend nach Frankfurt zu Professor Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler an der Uni Münster. Guten Abend. Professor Schüller, der Vorwurf des Meineids gegen einen Kardinal, Durchsuchungen von Büroräumen, von der Residenz im Erzbistum. Die katholische Kirche hat ja schon eine über 2000-jährige Geschichte. Ist das aber jetzt ein einzigartiger Vorgang in Deutschland? Nun, in München hatten wir vor einigen Wochen eine ähnliche Untersuchung, allerdings bezog sich das auf die Frage der Amtshaftung und der möglichen Vertuschung. Das war mehr eine politische Veranstaltung, damit die Staatsanwaltschaft in München dem Kardinal und dem Erzbistum zeigt, wir nehmen die Vorwürfe der Vergangenheit wahr. Hier geht es um einen Verdacht einer Straftat. Das ist theologisch eine schwere Sünde, wenn man die Unwahrheit sagt, wissentlich die Unwahrheit sagt. Wir wissen nicht, ob das der Fall ist. Und das ist schon einzigartig, dass in so großer Mannschaftsstärke Polizei und Staatsanwaltschaft an verschiedenen Orten die Dokumente sammelt und jetzt natürlich in einem ausführlichen Prozess auswertet. Das sieht der Vatikan mit großer Sorge, denn das geht nicht an, dass ein so renommierter Erzbischof und Kardinal in so einem Verdachtsmoment steht. Das kann dem Vatikan nicht gefallen. Was heißt denn Sorge und nicht gefallen? Also nach weltlichen Maßstäben würde er wahrscheinlich zurücktreten müssen. Und nach theologischen ist es eine Sünde, sagen Sie. Was sagt das Kirchenrecht? Naja, gut, eben, wenn ein kirchlicher Prozess durchgeführt wird und Parteien, Zeugen sagen, die Unwahrheit ist das auch und unter Eid ist das auch eine Straftat. Also da gibt es eine Analogie. Nein, Sie haben vollkommen recht, im politischen Bereich hätte er längst schon seinen Rücktritt vollziehen müssen. Das Problem im Kirchenrecht ist, er hat ja den Rücktritt auf Weisung des Papstes angeboten, der Papst zögert noch. In der katholischen Kirche kann man als Bischof nicht einfach selbst zurücktreten. Aber jetzt wäre es das mindestens. Er ist ja nicht mehr faktisch, nicht mehr handlungsfähig. Er hat keine Akzeptanz mehr. Er ist ein Bischof ohne Gläubige. Das Mindeste wäre, wenn er jetzt den Papst bitten würde, dass er seine Amtsgeschäfte ruhen lassen kann. Er ist ja mit etlichen Prozessen beschäftigt, gegen ihn, gegen andere. Presserechtliche Verfahren laufen ja noch. Er ist ja von umtriebigen Anwälten umgeben. Also kurzum, dann könnte der Papst einen Verwalter einsetzen und dann könnte ein wenig Ruhe einkehren und auch die Staatsanwaltschaft stünde nicht unter Druck, innerhalb von kurzer Zeit jetzt Ermittlungsergebnisse vorzulegen. Mhm. Aber auch da bin ich skeptisch, weil dieser Kardinal sich wichtiger nimmt als Gott selbst oder die Gläubigen. Er klebt am Stuhl und er erkennt überhaupt nicht, dass seine Zeit vorbei ist. Aber die Initiative muss ja nicht in dem Fall von dem Untergebenen ausgehen, sondern auch der Oberhirte kann ja etwas tun, der Papst schließlich. Gibt es denn da irgendwelche Anzeichen zu? Sie haben es ja gesagt, also der Papst zögert, dieses Rücktrittsgesuch liegt da. Es gab eine Visitation auch schon im Erzbistum Köln vor einigen Jahren, aber mehr ist nicht passiert. Eine Auszeit gab es auch noch von Wölki. Ja, außer gab auch noch die er irgendwo im Indialand verbracht hat und wo wir nicht wissen, was er eigentlich getan hat, die auch keine Effekte gezeitigt hat. Er hat sein Verhalten nicht geändert, er missachtet die Missbrauchsopfer, das ist offenkundig. Nein, wir haben einen Papst, der zögert, einen so mächtigen Kirchenmann, der übrigens auch als einer der Erzbischöfe, einer der reichsten Diözesen der Welt, die auch die vatikanischen Finanzen unterstützen, er zögert, einen der bedeutendsten Kardinäle fallen zu lassen. Moment, darf ich da mal zwischenfragen? Also ist die Macht, die dieser Kardinal, die dieser Erzbischof hat, ist die tatsächlich ein Grund, dass ein Papst zögert? Natürlich, weil ein Papst braucht schon auch seine Kardinäle. Das sind die engsten Mitarbeiter des Papstes, sind ungefähr 120 aktive Kardinäle. Die sind in der Leitung der Weltkirche ihm direkt an der Seite. Und beim Kardinal von Köln, das war immer so, denken Sie auch an den Vorgänger Kardinal Meißner, das waren gewichtige Player, die waren in verschiedenen römischen Behörden. So ist es auch mit Kardinal Wölki. Er war in der letzten Woche ja auch bei der Finanzbehörde, die über die Finanzen des Vatikans entscheidet. Da überlegt sich ein Papst zweimal. Aber beim Papst Franziskus ist es so, man kann überhaupt keine Kriterien erkennen, wann er Bischöfe fallen lässt und wann nicht. Er hat schon Bischöfe wegen geringerer Vergehen einfach amtsenthoben. Beim Kardinal von Köln zögert er und obwohl die Bischofskongregation, das ist die Behörde, die ihm zuarbeitet, natürlich, was Sie angesprochen haben, das Visitationsmaterial hat und eigentlich die Vorwürfe offenkundig auf den Tisch legen. Vor allen Dingen noch einmal kirchenrechtlich und überhaupt theologisch, ein Bischof ohne Gläubige, ein Bischof ohne Volk ist sinnlos, denn er hat ja keinen Resonanzboden mehr, dass er noch irgendetwas bewirken könnte. Inwieweit schaden denn diese Vorgänge in Köln dem nicht nur deutschen Ansehen der Kirche, sondern auch dem weltweiten Ansehen der Kirche? Ja, das wird weltweit wahrgenommen. Wenn ich mit Kollegen aus allen Kontinenten rede, wird man ständig auf diesen Sachverhalt angesprochen. Selbst Austritte der evangelischen Kirche werden mit keiner Wölki begründet, ähnlich wie damals. In der Diözese habe ich mal gearbeitet, in Limburg, mal als Thebas von Eltz sein ominöses Bischofshaus gebaut hat. Das wirkt sich sofort aus. Wir werden diese Woche noch von der Deutschen Bischofskonferenz die Austrittszahlen 2022 hören.
Das wird erschreckend sein, knapp eine halbe Million. Das hat es noch nie gegeben. Und viele Gläubige ausritten, die nicht ihren Glauben aufgeben, aber sagen, wegen dieser Unglaubwürdigkeit durch den Kardinal, das strahlt aus, wollen wir dieses System nicht mehr mit Finanzen unterstützen. Also das hat eine weltweite Resonanz. Ich bekomme Anfragen von allen möglichen Zeitungen aus anderen Kontinenten. Das wird wahrgenommen und das wird ein Erdbeben geben, sollte der Papst den Rücktritt annehmen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und dann schauen wir weiter gespannt hin. Erstmal herzlichen Dank für die klaren Worte und die Einordnung an Professor Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler von der Uni Münster. Vielen Dank.